Was geht ab, meine Fighter Hoser hier und heute im Free-to-Play Ally in Goku Guide, denn Anlass hierfür ist natürlich das Erscheinen der Super Battle Royale Kategorie Stages auf der globalen Version. Um es nämlich kurz zu sagen, erhält man den Free-to-Play Ally in Goku aus den Super Battle Royale Stages, aus den Kategorie Stages wohlgemerkt. Wir gucken uns aber gleich genau an, wie man ihn tatsächlich bekommt, also wie genau. Bevor wir damit loslegen, Freunde, eine Sache, das Video ist vorproduziert, einen Tag bevor das Ganze überhaupt online kommt. Ihr seht das Video aber dann, wenn die Super Battle Royale Kategorie Stages online kommen im globalen Dokkan Battle, heißt hier Änderungen vorbehalten, wobei ich jedoch denke, dass es da sich nichts ändern wird und das genau gleich bleiben sollte, auf jeden Fall, wie es auf JP war. Lange Rede, kurz Sinn, falls irgendwas doch ändert, lasse ich es euch in den Kommentaren mit einem angepinnten Kommentar wissen. Ansonsten gucken wir uns mal zuerst den Free-to-Play Ally in Goku an und schauen mal, was hat er überhaupt drauf. Wir wissen, er ist Free-to-Play, Super In-Type, Ally Status Level 150, kosten hier 99 an der Stelle. Leader Skill, so sieht er aus, by the way. Leader Skill, All Types, Key plus 3 HP, Attack Minus 100%. Mit der ersten Ulti macht er Colossal Damage mit einer Rare Chance, den Gegner zu stunnen. Mit der zweiten Ulti macht er Mega Colossal Damage und erhöht Super Class Verbündeten deren Angriff um 30% für eine Runde. Passive Skill funktioniert folgendermaßen, Freunde. Super Class Verbündeten gibt der Key plus 2 auf Attack Minus 30%, hat eine Medium Chance, die gegnerischen Attacken, auch Super Attacken, zu dodgen und gibt dann zusätzlich weitere Attack Minus 20% für Super Class Verbündeten, wenn die HP 50% oder drunter sind. Heißt, ich finde auf jeden Fall sehr gut, dass er einen Sinn und Zweck hat. Er ist zwar ein Ally Charakter, aber er ist quasi ein Supporter für Super Type Verbündeten. Das finde ich gut. Was zum Beispiel Sinn und Zweck, wenn wir ihn ganz kurz vergleichen dürfen, zum Beispiel mit dem Mono Super Battle LR, nämlich der Physisch Kid Gohan. Der ist zwar, ja, schön für ein Free-to-Play LR, aber durch seine Passive, der hat einen konstanten Boost, so, der ist halt da, so, man spielt ihn kaum. Den kann man auf jeden Fall spielen, weil er ein Supporter ist, das will ich damit sagen. Und ein LR-Supporter nehmen wir auf jeden Fall dankend an, würde ich mal sagen. Alright, links hier sind All in the Family, Z-Fighter, Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Experienced Fighters, Courage, Legendary Power. In den Kategorien ist er vertreten Pure Saints. Man kann auf jeden Fall in einem Pure Saint-Team spielen, in einem Heroes-Team oder dann natürlich auch wohlgemerkt in einem Super-In-Team oder In-Team. Aber, Freunde, wie bekommt man denn diesen LR-Goku, nachdem wir uns angesehen haben, was er drauf hat, nämlich, um es einfach zu sagen, aus den neuen Super Battle Royale Kategorie Stages. Freunde, wir werden uns jetzt einzeln die ganzen Stages anschauen, heißt gegen welche oder welche Kategorie man mitnehmen muss auf den einzelnen Stages. Ich werde aber nicht, das ist kein Kategorie Stage Guide, heißt, ich werde euch nicht hier Teams vorschlagen, weil bei den Super Battle Kategorie Stages ist nochmal eine andere Sache. Wir haben nicht immer Typenvorteil. Bei den Mono Teams, da hat man immer Typenvorteil. Da gibt es auf jeden Fall Charaktere, die man mitnehmen könnte, die NNZ wären. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Bei den Super Battle Kategorie Stages ist es ein bisschen anders. Wenn ihr da mal getroffen werdet mit einem Typennachteil oder neutralen Schaden, dann bekommt ihr sehr viel Schaden, Freunde. Da müsst ihr auf jeden Fall sehr gut aufpassen, welche Teams ihr mitnehmt. Natürlich gibt es mal hier und da gewisse Charaktere, die wichtig sind. Vor allem solche Charaktere, vor allem in den Kategorie-Stages, die sowohl offensiv sind als auch defensiv, Freunde. Aber ich werde zu den einzelnen Stages einzelne Charaktere nennen, die mir in den Kopf kommen. An sich die Stages werden wir aber auf jeden Fall auch machen. Im Channel selbst als Video oder dann im Stream, dann aber auch als Stream-Upload quasi auf dem Channel, damit wir das auf jeden Fall mal jedes Stage als Videoformat haben. Heißt, hier lege ich euch ans Herzen, checkt auf jeden Fall an der Stelle meine Playlist aus Super Battle Royale, da werde ich das alles online stellen. Oder auch den Streamplan, der ist in der Videobeschreibung, wird jeden Montag aktualisiert oder auf Twitter oder Discord, Freunde. Alle Links in der Beschreibung, schaut auf jeden Fall auf die Social Media Kanäle vorbei, damit ihr wisst, okay, da und da gehe ich live und dann mache ich eben die Super Battle Royale Stages, damit wir das auf jeden Fall mal gesehen haben, wie das Ganze funktioniert. Also wie gesagt, um den Teambuild-Aspekt wird es heute nicht gehen, sondern es geht wirklich nur um den Ally in Goku und seinem Free-to-Play-Guide quasi. Okay, heißt, folgende Super Battle Royale Stages wurden zusätzlich zu den Mono-Stages, die von 1 bis 10 gehen, hinzugefügt und die Kategorie-Stages gehen von Stage 11 bis Stage 20 und über die Mission der Super Battle Kategorie-Stages bekommt man diesen Goku, das gucken wir uns gleich am Ende an. So, Freunde, Level 11. Level 11 dürfen wir nur Super Class Verbündete benutzen. Ich werde, by the way, auch den Link in die Beschreibung setzen. Heißt, ihr könnt da immer wieder nachschauen, was quasi gegen welche Gegner ihr in der Kategorie auf der Stage kämpft, denn es sind immer dieselben Gegner. Okay, Level 11 dürfen wir nur Super Class Charaktere mitnehmen, aber mit einer Beschränkung: Es muss ein Rainbow Team sein. Heißt, in eurem Super Class Team, in eurem Heroes Team, muss auf jeden Fall jeder Typus einmal vertreten sein, Freunde. AGL, Tech, Int, Strength, Physisch. Jeder Typus muss auf jeden Fall mindestens einmal im Team vertreten sein. Das ist quasi ähnlich wie die Vitor Blue.
wie sein Leader Skill oder die von Rosé bei für den Extreme Class. Level 11 ist für Super Class, Freunde, Level 12 ist für Extreme Class. Heißt, ihr könnt hier nur Super Class und Extreme Class Charaktere mit reinnehmen, aber die auch Rainbow natürlich sind. Also ein Rainbow Team. Jeder Typ muss einmal vertreten sein. Für die Super Class Verbündeten fängt ihr immer, Freunde, das sind immer diese Gegner. Fängt ihr an, ihr kämpft einmal gegen Freezer und dann sofort gegen die Freezer Crew. Hier sind die Typen, die sie haben. Also die Typen bleiben auch immer so, Freunde. Deswegen lege ich euch auf jeden Fall diese Seite ans Herzen oder den Link, den ich euch in die Beschreibung stellen werde. Hier könnt ihr immer reingucken, okay, gegen diese Typen kämpfe ich und dann könnt ihr auch eure Team dementsprechend bauen. Aber ihr merkt schon, am Anfang Stage 1, es sind immer nur 3 Stages bei der Super Battle Road, bei den Kategorie Stages, sind immer nur 3, nicht wie bei den Typen 4. Also kämpfe ich immer gegen 3 Gegner, aber ihr merkt schon, beim ersten kämpfe ich gegen 4, beim zweiten gegen 5 und beim letzten gegen 2. Das sollte man nicht unterschätzen, weil wenn man hier mal, wie gesagt, einen Typen-Nachteil hat, zum Beispiel, wenn jetzt ein Strength-Charakter Schaden bekommt von Frost, der bekommt übertrieben viel Schaden, weil du hast Typen-Nachteil. Man hat eben nicht wie bei den Mono-Stages immer Typen-Vorteil. Deswegen, ganz wichtig, beispielsweise Charaktere, die mir einfallen für die Super-Class-Stage wären, oder an sich für die ganzen Super-Battle-Kategorie-Stages, sind Charaktere, die offensiv und defensiv gut sind. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn ich die Wahl hätte zwischen Vegito Blue oder Super Saiyan Goku als Leader, sage ich mal, ich würde auf jeden Fall Super Saiyan Goku nehmen, weil der hat eine Damage-Reduction, der kommt mit einer Damage-Reduction und der ist auch offensiv stark, der ist da auf jeden Fall besser aufgehoben für die Super-Battle-Stage Level 11 als Vegito Blue. Leader Skills sind mehr oder weniger gleich. Ich meine, ihn könnt ihr auch als Leader nehmen. Ihr müsst aber trotzdem euer Team ein Rainbow-Team sein. Aber wenn ich quasi, wie gesagt, die Wahl hätte, wenn beide, sagen wir mal, auf demselben Stand wären, sei es 0% oder 100%, whatever, ich würde mich Super Saiyan Goku entscheiden, weil der hat vorneweg direkt seine Damage Reduction. Vegito Blue braucht erst ein paar Runden, bis er überhaupt einen Angriff-Boost hat, bis er Angriff macht, bis er Verteidigung aufbaut. Natürlich ist ein 100% Vegito Blue nicht verkehrt. Aber in dem Team-Setup, so was ich mir vorstellen könnte, ist zum Beispiel, was ich meinte mit offensiv-defensiv, wäre mal ganz spontan aus dem Kopf, Freunde. Zum Beispiel als Leader Super Saiyan Goku, der hat eine Damage Reduction rein damit. Strength-Charakter auf jeden Fall Super Saiyan 3 Vegeta, der ist ein Tank, rein mit dem und hat eine High Chance zum Beispiel. Als Physik-Charakter zum Beispiel Super Vegito, der hat seine Konter, der hat eine Damage Reduction, ist tanky, macht gut Schaden und so weiter und so fort. Und ja, als weiteren Strength-Charakter, weil man kann ja, ein Typus wird auf jeden Fall zweimal vertreten sein, weil man quasi mehrere Charakter-Sorts hat als Typen. Zum Beispiel LL Vegito Blue. LL Vegito Blue ist auf jeden Fall sehr tanky, schon vorneweg und so weiter und so fort, Freunde. Wisst ihr, was ich meine? Also achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr Charaktere mitnehmt, die sowohl offensiv stark sind als auch defensiv. Aber ich will da gar nicht viel Zeit mit verbringen, Freunde, weil um das Teambuild-Aspekt geht es mir nicht. Das werden wir in den einzelnen Videos uns ansehen oder in den Streams, wie gesagt. Level 12 ist hier für Extreme Class, muss auch ein Rainbow-Team sein, Freunde. Hier seht ihr, gegen wen man kämpft. Hier kann man auf jeden Fall beide nehmen. Du kannst zum Beispiel Rosé als Eigenlieder nehmen, Freezer als Friend, Freezer hat einen Heal mit am Start, das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig, zum Beispiel, was er mit meinte. Level 13, Fusion-Kategorie, ihr könnt hier nur Fusion-Charaktere mitnehmen, Freunde. Fusion-Charaktere, ihr kämpft erst gegen 2 Gegner, gegen 4, dann gegen 2, müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Die Sache ist halt zum Beispiel, für die erste Stage wäre es nicht schlecht, wenn man mehrere In-Charaktere mitnimmt. So ist nicht, da gebe ich euch recht, da habt ihr einen Typenvorteil. Aber früher oder später wird man auf den 3 Stages gegen jeden Typus einmal kämpfen. Heißt, deswegen muss man auf jeden Fall das Team dementsprechend bauen, dass sie, ihr habt es wahrscheinlich oft gehört, sowohl offensiv stark sind als auch defensiv. Und wenn einer Seal hat, Stun hat, Heal hat und so und so fort, umso besser, Freunde. Zum Beispiel der Free-to-Play in Ghost Tanks. Den kann ich auf jeden Fall zum Beispiel empfehlen für die Fusion-Kategorie-Stage, denn der hielt sich durch Rainbow Ops, aber hat eine High Chance to Stun zum Beispiel. Der ist auf jeden Fall solide, den sollte man nicht verpatzen. Also es wäre so quasi kleiner MVP-Pick. Level 14 sind die Shadow Dragon Saga Charaktere, Freunde. Hier könnt ihr nur mit Shadow Dragon Charaktere rein. Level 15 sind Peppy Gods und wundert euch nicht, das ist je nach Kategorie, ist die Schwierigkeit angepasst. Zum Beispiel Peppy Gods, weil es nicht so viele starke Peppy Gods Charaktere gibt, ist diese Stage hier speziell auch angepasst, also sie ist leichter als die anderen Kategorie-Stages. Und ich denke und ich meine, dass die Peppy Gods Super Battle Road Kategorie-Stage die einfachste von den Kategorie-Stages ist, weil man hat einfach nicht so viele gute Peppy Gods Charaktere, aber die man hat, die carryen das. Wenn ihr zum Beispiel einen Kefler habt oder Kalifla auf 100% oder gut vorangebracht, vor allem Kefler, die carryt euch da durch. Aktuelle Leaderin ist zum Beispiel aber die Free-to-Play Rebellion oder die physische Rebellion sollte auch ein Peppy Gods Leader sein, es sei denn, ich vertue mich, aber ja genau, zum Beispiel, dann nehmt ihr Free-to-Play Rebellion als Leader und könnt dann quasi Kefler rein, Kalifler rein, die sind auf jeden Fall sehr gut. Oder Kalifler könnt ihr natürlich auch als Leader benutzen, weil sie gibt jeden Typus Key plus 2, 70% auf allem. Also Peppy Gods, denke ich, natürlich braucht ihr die Charaktere, es gibt wenige Peppy Gods Charaktere, aber ich meine auch, man schafft es mit einem Free-to-Play Peppy Gods Team. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, welche Free-to-Play Peppy Gods Charaktere es genau gibt, Freunde, aber man hat es auch mit einem Free-to-Play Peppy Gods Team geschafft, das habe ich auf Twitter gesehen, also
Pappy Gods, da ist es quasi runtergeschraubt. Und je nach Kategorie ist eine Kategorie einfacher, die andere ist schwieriger. Die schwierigste ist Realm of Gods, das werden wir gleich sehen. Hybrid 10, Freunde, hier dürft ihr nur Hybrid 10 Charaktere mit reinnehmen. Level 16, Level 17 Resurrected Warriors, Level 18 Realm of Gods. Und Realm of Gods ist, warum ist Realm of Gods die schwierigste? Weil wir kämpfen immer mindestens gegen 4 Gegner. Erste Stage gegen 5, zweite gegen 4, dritte gegen auch gegen 4. Deswegen ist Realm of Gods so schwer, Freunde, und unterschätzt es nicht. Auch wenn man Uiguka, Jiren und so weiter sofort. Realm of Gods ist auf jeden Fall die schwierigste der Super Battle Royale 3 Stages. Level 19 ist Majin Buu Saga. Guck mal, das ist ganz angenehm. 2 Gegner, 3 Gegner, 1 Gegner. GG. Wenn ihr das einmal viel Super Vegito habt, der klatscht alles mit Konter weg. Das ist angenehmer als die anderen Stages, sage ich mal. Oder zum Vergleich zu Realm of Gods. Weil hier haben wir mindestens immer auf viele, gegen jeden Gegner mindestens 4. Das macht auf jeden Fall was aus. Und letztendlich, Freunde, Level 20 sind Potara-Charaktere. Nur Potara-Charaktere für die Super Battle Stage auf Level 20 für die Kategorie Stages. Das wären alle Kategorie Stages, Freunde. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Pro Clear, einmaligem Clear, bekommt ihr ein Stone. Aber auch diese Währung hier, diese Währung könnt ihr austauschen. Beziehungsweise bekommt ihr diese Währung pro State, pro Clear, einmalig, Freunde. Bekommt ihr das aus der Mission. Sagen wir mal, ihr schafft Level 20. Dann bekommt ihr für das Level Clearen ein Stone. Und aus der Mission bekommt ihr diese Währung und 5 Stones noch hinzu. Also pro Super Battle Royale Kategorie Stage. Pro Clear, pro neuem Clear bekommt ihr quasi 6 Stones und einen dieser Währung. Diese Währung könnt ihr gegen Grand Kai zum Beispiel im Barbershop austauschen. Genau, Freunde, jetzt aber zum Kakarotto. Wie bekommt man den Free-to-Play Goku? Man bekommt bis zu 5 Stück, nämlich aus den Super Battle Royale Kategorie Stages, aus deren Missionen, also aus den Missions-Section bekommt ihr diesen Goku. Wie? Folgendermaßen. Ein Duplikat bekommt ihr, wenn ihr eine Stage 20 markiert, von Stage 11 bis 20, irgendeine. Ihr könnt zum Beispiel Level 20 20 Mal schaffen, dann bekommt ihr den ersten Goku. Oder, ich sag mal, keine Ahnung, Level 20 zweimal und den Level 12 18 Mal oder so. Hauptsache aus den neuen Super Battle Kategorie Stages schafft ihr 20 Mal Stages. Irgendeine Stage 20 Mal im Endeffekt bekommt ein Duplikat. Wenn ihr die ungeraden Stage-Zahlen schafft, 11, 13, 15, 17 und 19, bekommt ihr noch ein Duplikat. Wenn ihr die geraden schafft, 12, 14, 16, 18, 20, bekommt ihr noch ein Duplikat. Und wenn ihr im Endeffekt alle neuen Super Battle Royale Kategorie Stages schafft, bekommt ihr, also 11 bis 20, bekommt ihr hier 2 Duplikate. Dann hättet ihr 5 Duplikate, Freunde. Am Ende fällt mir noch ein, wie könnte man den Duty auf jeden Fall dupen. Und zwar, weil er ein Support ist, könnte man auf Dodge gehen, so ist nicht. Level 20 Dodge, Level 3 Crit, Level 3 Additional Attack. Oder ihr könnt auf jeden Fall auf Crit gehen. Er wird, weil er LS-Sets hat und einen Boost sich selbst gibt, auch für gut Schaden sorgen. Also als LR-Charakter mit LS-Sets sollte er gut Schaden machen, auch mit einem Crit. Also auf Crit könnt ihr auch ohne Bedenken gehen. Wenn ihr auf Additional Attack geht, dann behaltet im Hinterkopf, dass er nach einer Additional Attack eine Ulti starten kann. Diese ist aber dann immer die erste bei LR. Heißt, er macht dann Colossal Damage mit einer Rare Chance to Stun. Aber zum Beispiel 20 auf 20 Crit kommt man nicht, weil er ein In-Charakter ist. Was ihr zum Beispiel machen könnt, ist auf jeden Fall 15 Crit, 6 Additional Attack zum Beispiel oder 15 Additional Attack, 6 Crit oder dann auf 20, wie gesagt, Dodge und Level 3 Additional Attack, Level 3 Crit. Anyway, Freunde, lange Rede, kurz Sinn, so viel zu den Super Battle Road Stages, zu den neuen Super Battle Road Kategorie Stages und dazu, wie man den Free-to-Play LR Int Goku bekommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück bei den neuen Super Battle Road Stages. Bevor wir uns allzu sehr verplappern, bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.